Hallo und herzlich willkommen zu einer Minecraft-Map, einer weiteren, ich spiele ja auch momentan Minecraft Melon Survival. Diese Map heißt Tropical Iceland oder Iceland Tropical. Jetzt habe ich es vergessen. Tropical Paradise heißt sie, ganz anders. Ich kenne diese Map nicht, ich habe aber Optifine drin. Anweisungen, Game Start, Spiel starten. Willkommen auf Tropical Paradise. Was machen die hier? Mein Spielmodus wurde geändert. Auf was war ich denn davor? Die Spielregeln. Spiel im Adventure-Modus. Die Schwierigkeitsstufe stellt sich automatisch ein. Auf einfach? Okay. Am Anfang musst du die Bücher und Schilder lesen. Danach bekommst du alles im Chat eingeblendet. Cool. Das Level-System dient als Rangsystem. Beta-Tester-Rekord Level 105. Können wir das übersteigern? Huch. Du kannst nur nachts schlafen. Darf ich denn... Ja, darf ich, oder? Ja, ich habe doch die Zeit gesetzt auf 24.000. Timeset... 23.000? Okay. Ja, ich denke, das darf man, um so sich einen Checkpoint zu setzen. Oh, eine Truhe. Ein Eisenschwert. Zwei gebratene Fleischstückchen. Und zwei Bücher. Anweisung 1 von Ford Racer. Mal gucken, wie die Map ist. Ford Racer. Ich tue den Link zu der Map in die Beschreibung auf alle Fälle. Seite 1 von 1. Spieler. Bei dem Zusammenstoß mit dem Riff habe ich mir wohl den Kopf angestoßen und bin ohnmächtig geworden. Am besten, ich rede mal mit dem Kapitän, oben im Steuerraum. Reisetagebuch. Tag 1. Die See ist ruhig und das Wetter wunderbar. Der Kapitän sagt, dass unsere Reise nur 4 Wochen dauern würde. Tag 2. Die Mannschaft feiert heute die Stimmung. Die Stimmung ist sehr gut. Tag 3. Ein Unwetter zwingt uns, unseren Kurs um einige Kilometer zu ändern. Tag 4. Das Unwetter hat uns eingeholt. Die Wellen sind haushoch. Tag 5. Da war wohl das Unglück dann. Also wir sind wohl hier in einem Schiff und sind gegen ein Riff gefahren. Vergiss die Truhe nicht. Ja, die habe ich ja. Keine Sorge. Gastkabine. Steuerraum, ich soll ja in den Steuerraum. Was ist das denn? Mein Spielmodus wurde schon wieder geändert. Ich will aber nochmal erst in den Steuerraum natürlich. Was ist hier? Die Map ist dazu komplett blind. Das nebenbei. Also ich weiß wirklich nicht, um was es geht. Boah, schon wieder zwei Bücher. Einmal Kapitänstagebuch und Anweisung 2. Lesen wir Anweisung 2 zuerst, ne? Spieler. Der Kapitän hat wohl in der Eile vergessen, den Motor auszuschalten. Wir brauchen den Treibstoff noch, um hier wieder wegzukommen. Ich gehe am besten in den Maschinenraum und schalte den Motor ab. Okay. Seite 1 von 2 vom Kapitänstagebuch. Tag 1. Keine Vorkommnisse. Tag 2. Keine Vorkommnisse. Tag 3. Wir mussten heute unseren Kurs ändern, um ein Unwetter zu entschiffern. Umschiffen. Tag 4. Das Funkgerät und die Navigation sind ausgefallen. Das Unwetter hat uns eingeholt. Tag 5. Wir sind auf einen Riff aufgelaufen und haben Leck geschlagen. Die Mannschaft und ich gehen auf die Insel, um Material zu besorgen. Ach, und lassen mich hier alleine. Das ist ja sehr nett. So, die Bücher sammle ich mal hier. Soll ich hier was machen? Ist das hier... Was ist denn das für ein Block eigentlich? Ohne Witz. Der ist ja cool. Okay, wir müssen irgendwie in einen Maschinenraum, um da was zu ändern. Frachtdeck, Maschinenraum. Was sind denn das hier für Blöcke? Die kenne ich gar nicht. Gibt es die im echten Minecraft-Spiel auch? Nee, ne? Cool. Bisher ist die Map, finde ich, auch wenn ich sie erst jetzt gerade angefangen habe, sehr cool.
Hast du das Buch aus dem Maschinenraum? Ja, habe ich. Wieso? Tanks, Maschinenraum. Achso, nee, hier ist der Maschinenraum. Ein Erfahrungsfläschchen, okay. Was stand da? Warte. Das muss ein Kraftwerk sein. Ich schalte ihn an, um in dieser Anlage weiterhin Licht zu haben. Abschalten, durchtrennen. Darf ich das durchtrennen? Wir lesen erstmal das Buch. Anweisung Nummer 3. Spieler. Die Maschine. Maschine. Keine Ahnung, ob das jetzt falsch geschrieben ist. Ich bin auch ziemlich kaputt. Es ist abends. Gleich 21 Uhr. Wahrscheinlich spinne ich nur rum. Also, die Maschine ist nun erst einmal abgeschaltet. Vielleicht sollte ich auf die Insel, um der Mannschaft zu helfen. Ich sehe keine. Abschalten, durchtrennen. Darf ich das durchtrennen? Oh, darf ich tatsächlich. Ich würde sagen, das darf ich, ne? Weil wir die ausschalten müssen. Das klatsche ich jetzt hier hin, das ist nicht so wichtig. Ich würde das sagen. Hast du das Buch aus dem Maschinenraum? Ja, habe ich. Anweisung Nummer 3. Also wir haben Reisetagebuch. Ich ordne das mal ein bisschen. Kapitänstagebuch. Anweisung 2, Anweisung 1, Anweisung 3. Und ein Erfahrungsfläschchen. Wollen wir die uns aufheben? Ich heb die mal auf, oder? Und warum ist unser Eisenschwert angeschlagen? Habe ich damit schon zugeschlagen irgendwo? Keine Ahnung. Kann ja sein, ne? Mein Spielmodus wurde geändert. Okay. Die Frage ist jetzt... Nee, ist diese Insel hier, ne? Ja, da ist schon Steak zu sehen. Ein Steak. Ein Steak. Mm. Habe ich zwar keinen Hunger drauf, aber... Ist ja doch ganz lecker, so ein Steak, ne? Okay, hier ist nichts drum. Wollte ich nur mal gucken. Und dann... Whee! Aua. Whee! Dürfen wir ins Wasser? Okay, dürfen wir. Weil hier so Steine sind. Hätte ja sein können. Aber anders kommen wir auch gar nicht rüber. Oder ich bin einfach nur blind. Da ist zumindest das Schiff ganz cool gemacht. Es war jetzt nicht irgendwie ein Riesenschiff oder so, aber es ist cool gemacht. Und nein, das ist das Riff, wo die aufgelaufen sind. Na klar, ist das Riff. So, komme ich hier hoch? Ja.